Es gibt so viele Menschen da draußen, die eine Meinung über dich haben. Ja, das habe ich jetzt ist einfach, dafür stehen wir auch auf der Bühne. Ich stelle mich meistens manchmal vor 100, manchmal vor 13.000 Menschen und die denken alle irgendwas. Die denken, oh, die finde ich schön, die finde ich hässlich, die finde ich dick, die finde ich dünn, die singt scheiße, die singt gut. Ne? Das ist ja so viel, was man da signalisiert auch bekommt. Also man sieht es ja auch an den Gesichtern oder man kriegt, das ist ja nicht so, dass wir davor irgendwie abgeschottet sind. Wir kriegen das ja auch schon mit, wenn Leute einem scheiße finden. Das ist ja so. Mhm. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich darauf zu besinnen, von wem ist mir die Meinung jetzt wichtig. Mhm. Ja, und ich habe, in meinem Kreis gibt es 3 Leute, und das ist schon seit 10 Jahren so, von denen ich will, dass sie Sachen angucken und von denen ich Kritik will. Mhm. Und von anderen Menschen will ich gar keine Kritik. Mhm. Die Leute sind ja immer so, in dem Moment, wo sie einem ein Kompliment machen, denken sie, sie haben auch das Recht, dir eine Kritik zu geben. Mhm. Und das ist eben nicht so, weil ich habe weder nach dem Kompliment gefragt, noch nach der Kritik. Und ich möchte von vielen, also es gibt viele Leute, ist mir auch schon passiert, da hat ein Produzent dann irgendwann, bin ich mit dem geflogen, und dann sagte der zu mir so, ja, aber das, was du da gemacht hast, war schon ziemlich scheiße. Und dann gucke ich den so ganz krass an und er sagt, naja, jetzt habe ich dir so viel Honig um den Mund geschmiert und so viele Komplimente gegeben, dann darf ich das auch sagen. Echt? Hat er das gesagt? Ja, und dann habe ich gesagt, nein, das empfinde ich nicht so, weil ich habe dich nicht um deine Komplimente gebeten. Und nur weil du ein Kompliment aussprichst, will ich von dir keine Kritik hören. Mhm. Weil... Vor allem nicht so. Hallo? Nein. Und ich finde eben auch, dieser Beruf, den wir haben, also was ich so abstrakt an diesem Beruf finde und was immer so mein Problem damit war, ich sehe mich halt nicht als ausführende Puppe, ich sehe mich als Künstlerin. Mhm. Ich will so singen, wie ich die Sachen singe. Ich will, damit meine ich nicht, dass dann kein musikalischer Leiter oder Komponist kommt und sagt, du sing das mal so, mach das mal so. Das meine ich damit gar nicht, aber ich will eine gewisse Freiheit haben. Und meistens kriegt man immer gesagt, ja, sing's doch mal so wie auf der CD, wo die das vor 20 Jahren gesungen hat oder irgendwie so. Also die Leute suchen immer nach irgendeinem Klon. Und ich bin kein Klon. Mhm. Und deshalb, wenn ich ein Musical gemacht habe, dann eben auch nur so, habe ich versucht, Uraufführungen zu machen oder deutschsprachige Erstaufführungen, wo ich eben selber ein bisschen mitgestalten kann.